Oh, der bewegt sich einfach weiter, oder was? ja. Noch 870. Und ein Wolf. Ah. Ja, das war klar. Das war klar. Ich sag dir ja, die sind stark. Das war klar. Zwei Bisse und du bist tot. Klingt nach dem Filmtitel. Zwei Bisse und du bist tot. Okay. Wolf ist noch zu groß. Komischerweise hat er vorne noch nicht angegriffen. Also ich, meine ich. Hab zwar geklickt, aber er wollte nicht. Habe ich eigentlich noch ausstehende? Nein. Habe ich nicht. Ich kann ja mal was anderes versuchen. Moment. Könnte auch sehr riskant sein. Ist es wahrscheinlich auch. Ach so, ich habe Vladimir noch gar nicht mit Vladimir gar nicht gesprochen. Richtig. Gut, dann brauche ich das erstmal nicht. Dann brauche ich, muss ich mich jetzt auch nicht da reinhauen, muss nicht unbedingt provozieren. So ganz alleine hier. Großer Fehler, mein Freund. Oh, das war ein kritischer Treffer. Ja, die ganzen Viecher sind schon vom Mordrak zerstört worden. Vernichtet. Getötet. Oh mein Gott, ja, das kann ein bisschen barsch werden hier. Nur dasselbe. Viecher suchen, töten, Viecher suchen, töten. Oh, was haben wir da? Einen fliegenden Trank. Sowas. Ja, es gibt auch langweilige Passagen in diesem Spiel. Schön die Viecher suchen, finden, Erfahrungspunkte farmen. Wenn ich mich recht erinnern kann, kann ich mich auch irgendwie zum Sumpflager führen lassen. Und der Typ, wenn der die Viecher tötet, kriege ich dann auch Erfahrungspunkte, war das so. Glaube ich. Ich glaube ich sogar Erfahrungspunkte, wenn ich mit ihm bis zum dahin laufe. Bis zum Lager hinlaufe. Ja, wir werden sehen. So ein bisschen was sammeln. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ernsthaft? Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ich bin hier mindestens zwei, dreimal durchgelaufen. Und er sagt mir jetzt, dass er mich noch nie gesehen hat. Klasse. Echt toll. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken, du da. Warum passiert das? Wahrscheinlich hast du recht. Ja, von der, ich glaube, der war das. Ball Parvitz. Ball. Und was ist der rechte Weg?
Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. Ja, schon klar. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Gerne doch. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Der letzte Scheiß. Ja, der sagt das. So ganz direkt. Das ist der letzte Scheiß. Ah. Ja, sehr schön im Gleichschritt. Dieselbe Bewegung. Es kommt immer gut. Komm, töte diesen Varan für mich. Nee. Letzter Schlag kam von mir. Das finde ich toll. Bumm. Ein Wolf. Töte diesen Wolf. Danke sehr. Jetzt mal den Heiltrank saufen. Ja, diese Flügel bringen mir noch nicht so viel, außer dass ich die vielleicht verkaufen kann. Ich glaube, selbst da bringen die nicht so viel. Oh ja, besser als nichts. Ja, willst du bitte dieses Viech töten, damit ich Erfahrungspunkte kriege? Brauche ich eigentlich noch? 410. Jetzt noch 340. Die bringen sich schon gegenseitig um. Hey, yo. Hm. Sowas. Na, komm, lauf. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Es sei denn, die gucken nur zu, was der Fall ist. Und jetzt greifen sie an. Soll ich vielleicht ein bisschen mithelfen? Ja, und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wie viel brauche ich denn noch bis zur... Toll. 2480. Finde ich ja toll. Eigentlich nicht. Aber was soll's. Diese Punkte werde ich jetzt mal erstmal in die Kampfkraft reinsetzen. Also in die Stärke. Schon mal 100 Punkte weniger. Ja, Mann, ich laufe in ihm drin. Und er drängt mich weg. Jetzt dränge ich ihn weg. Jetzt drängt er mich wieder weg. Jetzt dränge ich ihn wieder weg. Ja, so können wir das immer spielen. Jetzt bin ich Erster. Ich werde zuerst ankommen. Nein.
Du wirst mich nicht überholen. Niemals. Ich bin schneller. Auch wenn wir eigentlich gleich schnell sind, ich bin trotzdem schneller. Wir sind angekommen. Oh, da kriegst du noch 200 Punkte. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Ich bin also schon aufgestiegen. Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Schon klar. So. Gucken wir uns das mal an hier. Könnte vielleicht interessant werden. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Schon kapiert. Und da ist Lester. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Namib? Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Gut. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin Vergiss sicher. Es. Ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. So. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. So, so, damit ich ein paar Zeig mir den Weg. Punkte finden kann. Zum Tempel. Zum Tempel. Folge mir. Ein paar Punkte bekomme. Das ist ein einfacher Trick. Erstmal hinweglocken von dem Typen. Tempel. Hier ist der Tempel. Ja, wir stehen uns ich sehr nah. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Bana Mip. So. So. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Bana Mip macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewog. Anrufen? Du sagst, was? Du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Nee, das ist viel zu schwer. Das ist viel zu schwer. Alles klar. Zurück. Zeig mir den. Das ist viel zu langsam. Müssen wir durch die Gegend stampfen. Und wenn möglich nicht dabei sterben. Oh Mann. Ja, toll. Spring voll vor den Pfosten. Ja, wo ist er jetzt? Wo soll ich mal beeilen hier? Nicht gegenstampfen, damit die Zeit ein bisschen vergeht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen.
einfach mal ansprechen. Alles klar, Alter. Alles klar, Alter.